Es gibt endlich wieder eine neue Ausgabe von Bogge. Das klassische Wortsuchspiel ist ja leider vergriffen. Das war in einer tollen Holzversion aus Holzteilen, jetzt hier in so einem Plastikformat. Für alle, die das Spiel jetzt vielleicht noch nicht kennen, es geht darum, verschiedene Wörter zu finden in einem Raster aus Buchstaben. Diese Buchstaben können immer neu zusammengewürfelt werden, auch hier bei dieser Variante. Und man muss jetzt von dort nach bestimmten Regeln versuchen, möglichst viele Wörter in einer bestimmten Zeit zu finden und damit dann die anderen Mitspieler zu übertrumpfen. Wie das Ganze jetzt hier in dieser Plastikvariante funktioniert, ob das sich irgendwas ändert oder ob das vernünftig ist als Alternative zur Holzvariante, das sehen wir uns jetzt an. Bevor es losgehen kann, müssen wir jetzt erstmal natürlich unser Raster hier herstellen. Dafür gibt es bei dieser Ausgabe eine sehr interessante Variante. Und zwar kann man durch Drehen dieses Gehäuses hier die Würfel in den Boden hinein versenken. Vielleicht sehen wir das hier so ein bisschen. Zack. Ja, ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Nochmal von oben, dann sieht man es noch besser hier vielleicht. So. Und dann liegen die plötzlich relativ frei hier in diesem Gerät drinne, aber trotzdem noch in so einer Art Raster, so dass sie sich irgendwie noch halten. Wenn man das jetzt mal ganz kräftig schüttelt, das tue ich mal gerade, dann sieht man, dass sie hier wirklich durcheinander auch fallen können. Ja? Aber wenn ich das jetzt wieder ein bisschen zurechtrücke, sieht man schon, dass die komischerweise trotzdem sehr, sehr einfach hier wieder zurück in dieses Raster hineinfallen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es ist genial. Und dann drehe ich das einfach zusammen hier wieder. Zack. Und schon rücken diese Würfel zusammen und werden nach oben gezogen. Da geben wir jetzt wirklich ein vollständiges Raster. Und mit diesem können wir jetzt spielen. Nach den üblichen Boggle-Regeln. Ich erkläre sie trotzdem gerade nochmal. Und zwar haben wir jetzt hier eine ganze Menge verschiedener Buchstaben. Man sucht sich jetzt einfach irgendwo mal einen Buchstaben aus und fängt mit dem an. Als ersten Buchstaben eines Wortes. Und kann jetzt einen angrenzenden Buchstaben als zweiten Buchstaben nehmen und von dort wieder einen angrenzenden Buchstaben als dritten Buchstaben für ein Wort und so weiter. Und so versucht man verschiedene Wörter zu finden. Das geht allerdings auch diagonal, sollte man dazu vielleicht noch sagen. Also zum Beispiel von diesem W aus kann ich jetzt nicht nur E, T, S und L nehmen, sondern auch noch dieses L, dieses T, dieses D und das E. Gucken wir mal, ob wir spontan hier irgendwie, das ist natürlich jetzt sehr ungünstig, sehr viele Ts, Rs, da wird es schwer sein, was zu finden. Patt, Patt ist glaube ich ein Wort, oder? Das Patt, P-A-T-T, das sollte gehen. Oder des, naja, des, wenn man das nimmt, PET, naja, das ist ja schon wieder ein Akronym. Ja, es ist sehr schwierig, manchmal was zu finden, da kann man natürlich Pech haben, aber es war ja schon immer so. Man muss sich letztendlich auch irgendwo darauf einigen, es gibt noch die Regel, mindestens drei Buchstaben, sonst wäre es irgendwie ein bisschen sehr einfach. Man muss eben gucken, PET-Akronym, also irgendeine Abkürzung oder sowas, sollte man natürlich nicht machen, vielleicht auch irgendwie nicht des oder so, und auch keine eigenen Namen, vielleicht auch keine englischen Wörter, sondern man muss sich also vorher schon einigen, was man jetzt so suchen kann. Aber das ist eben das Prinzip. Wenn man jetzt hier das schließt, dieses Ding, dann leuchtet hier auch sofort so eine Lampe auf, wie man sieht. Die blinkt irgendwie in komischen Farben oder auch mal schneller, mal langsamer, was eigentlich nicht so wichtig ist. Irgendwann kommt so ein total anstrengendes Geräusch, das piept und dann weiß man, jetzt ist vorbei, ist die Zeit abgelaufen, ich glaube, das sind immer 3 Minuten. Und dann guckt man eben, wer hat jetzt die meisten Wörter. Man hat das natürlich mit Zettel und Stift schnell mal aufgeschrieben. Und dann guckt man, wer hat die meisten Wörter, wer hat es am besten gemacht, der gewinnt, das bin natürlich ich. Ja, abschließend kann man wohl sagen, die Boggle-Neuauflage tut auf jeden Fall ihren Zweck. Das Spiel bleibt grundsätzlich natürlich gleich. Man hat ja wieder die Würfel dabei, die man würfeln kann. Und damit schafft man jedes Mal ein neues, flexibles Wortraster. Und dort sucht man dann Wörter. Auch jetzt mit einer Zeituhr drin eben. Irgendwann macht es Piep und dann weiß man, jetzt kann man aufhören, vergleicht man die Wörter. Simpler geht's nicht. Genauso lieben wir das Original. Ist ein super Spiel. Ja, also ein Klassiker hat mir richtig gut gefallen. Und jetzt hier ist er eben zurück und funktioniert. Diese Plastikverpackung hier ist natürlich dann auch nochmal transportabel, man hat keine rumfliegenden Würfel oder irgend sowas, sondern man hat das alles hier so, kann das so mitnehmen, ja, kann das hier drehen, würfeln, das Ganze funktioniert, wie ich finde, eben sehr, sehr gut. Man muss eben manchmal ein bisschen hin und her rütteln und es kann dabei immer noch passieren, dass manchmal eben jetzt, sagen wir mal, viele Ts, viele Rs, Ws oder sowas kommen, dass man irgendwie nicht so viele Wörter findet, aber das ist gar nicht so schlecht, da muss man eben ein bisschen mehr suchen, anstatt einfach nur wild Wörter runterzuschreiben. Ne? Also ich finde, das funktioniert völlig gut. Ein paar Nachteile hat das eben auch, es wirkt eben sehr plastisch, obwohl das eben ganz gut funktioniert. Diese Zeituhr ist immer fest eingestellt auf irgendwie 3 Minuten oder sowas, was teilweise viel zu lang ist, wenn man nur so wenig Wörter findet, dann hört man eben früher auf, der Ton ist anstrengend davon, man muss Batterien vielleicht machen oder so, dann wechseln wir irgendwann nach ewigen Zeiten. Weiß nicht, wem, also ich persönlich finde die Zeituhr dann eben nicht so prall, die dabei ist und
wenn man es ganz zudreht, geht die auch immer automatisch an oder so, aber na gut, lässt sich mit leben. Hier vorne ist halt so eine Plastikscheibe drin, wenn man da immer die Würfel gegenhaut, dann kriegt sie manchmal so ein bisschen Kratzer auf Dauer, aber ist nicht so wild, also ich finde, man kann die Wörter immer noch gut erkennen, ein bisschen dreckig war die auch. Das sind so die kleinen Nachteile, wenn man natürlich so ein fertiges Format hat, ich wüsste nicht, wie man es groß anders machen soll. Ja? Mir persönlich gefällt zwar die Würfelvariante deswegen trotzdem irgendwie noch besser, noch kann man noch ein bisschen mehr mit Würfeln, sieht ein bisschen schöner aus, nicht so plastisch, aber ich meine, die ist halt nicht mehr da und jeder, der jetzt Poker haben will, der es noch nicht hat und diese Version gibt es, die kann man ruhig kaufen, finde ich nicht schlimm. Ja.